Jo, 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 Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, Mann. Wir sind heute wieder auf der Five Nights at Freddy's Map. Nur, dass wir in einem Dorf sind. Ja, wir sind heute in einem Dorf. Hier habe ich mir auch schon was eingerichtet. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ja, wo ist jetzt die Pizzeria jetzt nochmal? Das ist ganz einfach. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich ein bisschen weiter weg wohne, damit ich jetzt erstmal ein paar Sekunden und Minuten hinfahren kann. Und ich habe mir auch ein bisschen was eingerichtet. Hier ist mein Aufnahmesetup. Hier, also ich habe jetzt, weil ich kann jetzt bei Monitor, ich habe nur einen, aber irgendwann, wenn ich halt älter bin, werde ich mir solche Monitor holen. Ich habe nämlich den Monitor hier, den hier zum Schneiden und den hier, wo man Minecraft zocken kann. Hier habe ich die Kamera. Und hier drüben habe ich eben meine Wii-Fernbedienung, also die My Nintendo, kann da ein bisschen zocken. Da ist mein gemütliches Bettchen, da ist meine Uhr. Und hier haben wir den Kühlschrank. Also hier ist meine kleine Küche. Hier haben wir den Ofen, also das ist mein Häuschen. Und ich habe jetzt auch mal ein Passwort eingerichtet, um hier rauszukommen. Dafür geben wir ein 2705. Warum? Weil am 27.05. habe ich nämlich Geburtstag. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Van und fahren mal zur Pizzeria. Und ich habe sie auch schon fertig. Verrückt aber war, ich habe sie fertig gebaut. Also als ich offline war. Da habe ich dann mal ein bisschen weitergebaut und das hat echt Stunden gedauert, das fertig zu kriegen. Aber für euch hat es jetzt irgendwie nur Sekunden gedauert, aber für mich hat es halt Stunden gedauert. Und ich habe da auch schon ein bisschen was eingerichtet. Werdet ihr jetzt ja gleich sehen. Ja, oh Gott, ich häng fest. Okay, jetzt nicht mehr. So. Und da vorne müsste jetzt gleich. Ja, da ist auch schon die Pizzeria. Und da drüben haben wir immer noch unseren Freddy-Kopf. So. Dip-di-dip-di-dum. Kleinen Moment. So, da sind wir auch schon. Und ich mache immer mal Timescan. Also hier kann man dann halt die Pizza so bestellen und so und sie abholen. Hier haben wir so eine Spielautomatenecke, wo sich halt die Jugend so ein bisschen vergnügen kann. Und diese Rutschsteintreppen sind auch als Videospiele, also als diese Apparate sind mich so gemacht. Also, ihr wisst, was ich meine. Die wurden da auch texturiert und das sieht echt nice aus. Wir haben das Balloon Boy Spiel, das Toy Chica Spiel, das Frapper Spiel und das Mango Spiel. Und ich finde es irgendwie schade, dass es hier nicht dieses Shadow Bonnie Spiel gibt, aber das muss es ja auch nicht unbedingt. Also hier drin haben wir die Küche, da habt ihr ja gerade schon. Da drüben ist der Raum von Golden Freddy. Und hier ist der im Shop Store. Und hier sind auch zwei YouTuber. Es gibt nämlich einmal Cartoons und Delirious. Glaube ich auf jeden Fall zumindest. Ich kenne die schon ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Und da haben wir so einen Rockstar Foxy, wie er Toast ist. Also hier kann man echt Sachen gewinnen, wie zum Beispiel halt die YouTuber hier. Oder drüben der kleine Edgar. Karotten kann man hier gewinnen. Dann so eine Wrestling-Dingens, eine Pizza. Okay, die Pizzas kann man nicht gewinnen. Und den Computer auch nicht. Aber die Maske kann man auch gewinnen. Und die Taschenlampe. Und den Ballon. Also die Ballons. Und die Elefanten, die hier oben drauf stehen. Und die Plüschtiere. Und hier drüben haben wir dann nochmal so eine kleine Mini-Ecke für die Jugend. Und hier kann man sich Cola holen oder hier so ein paar Süßigkeiten. Also, und das ist hier so der Dining Room haben wir hier noch. Dann gehen wir hier lang. Und hier ist das Badezimmer für die Herren. Und hier drüben ist es für die Frauen. Dann gehen wir mal hier lang. Das habt ihr ja schon mal gesehen. Und schwuppdiwupp, ich mach mal kurz das Licht an. Hier haben wir den Safe Room von Five Nights at Freddy's. Diese Skeletten sollen die Kinder darstellen. Also in Wirklichkeit sind die Kinder ja immer noch hier drin, auch wenn er sich umbringt, aber dann sind sie weg. Und deswegen habe ich mir überlegt, komm, ich mache einfach mal Skeletten als die Kinder. Also das hier ist das Kind von Freddy, deshalb auch um das Plüschtier. Hier vorne haben wir Bonnie, also das soll die Seele sein von Bonnie. Hier haben wir Foxy, da haben wir Chica und da haben wir Golden Freddy.
Ja, ich weiß, eben ist abgefuckt, aber egal. Ja, und hier haben wir halt, ja, den Anzug, also Spring Bonnie. Dann haben wir noch seinen Computer, den können wir noch benutzen. Und wir haben hier noch so einen Deckenventilator und wir können das Licht an- und ausmachen. Und das lassen wir jetzt auch erstmal aus, weil hier drin soll es ja ein bisschen dunkel sein. Ja, ich muss das immer so machen. So. Dann gehen wir weiter. Moment, das können wir kurz zumachen. Und da habe ich noch so eine Uhr hingeklatscht, damit wir wissen können, wie spät es ist. Also hier haben wir auch ganz normal die Bühne. Hier drüben haben wir dann die Backstage mit den Endoskeletten und mit den Köpfen. Dann gehen wir weiter. Hier drüben haben wir die Pirates Cove mit Foxy, der da auch schon da drin steht. Hier drin haben wir den kleinen. Ja, ist ja gut. Und dann haben wir den Raum von Bonnie. Normalerweise ist die Gitarre hier nicht drin und auch nicht dieser Sauger, aber da ist mir nichts Besseres eingefallen. Hier drüben haben wir dann hier das Büro. Und dann haben wir hier eine Kiste mit einem Tablet mit 13 Kameras. Und da haben wir noch so einen Lüftungsschacht, aber den kann man nicht benutzen. Ja, und das war's eigentlich schon mit der Pizzeria. Also das ist die Five Nights at Freddy's Pizzeria. Und ich habe jetzt auch was überlegt. Wir gehen jetzt einfach mal in den Survival-Modus und versuchen hier einfach mal wie im echten Spiel zu überleben. Dafür gehen wir jetzt erstmal kurz hier rein und wir müssen natürlich bis 6 Uhr überleben. Und dafür gibt es nämlich auch bei Bedrooms, wo haben wir es denn? Ich muss mal wahrscheinlich wieder Clock eingeben. Ja, da haben wir diese digitale Clock und dann können wir die, ich sag jetzt mal, hierhin platzieren. Nein, doch hier oben hin. Und jetzt haben wir 12 Uhr. Hier oben habe ich nochmal so eine hohe Uhr hingemacht, aber das ist nur für Deko. Immer mal so hin, genau. Dann hole ich mal kurz Regal. So, Regal. Genau, da haben wir noch ein Regal. Kleinen Moment. Dann mache ich mal so. Kann ich das überhaupt oder geht das nicht? Warte mal. Ja, doch, es geht. Und zack. Und da haben wir noch das Poster. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den. Warte mal, essen müssen wir uns noch rum, falls wir Hunger bekommen. Wir nehmen jetzt einfach mal das Steak hier. Und gehen mal in den Game Mode Survival. Survival, genau. Dann machen wir mal Time Set Night und versuchen hier einfach zu überleben. Und wir können sogar die Kameras auch benutzen. Oh, da laufen sie auch schon los. Und wir können die Kameras auch umdrehen, also benutzen. Und hier drin ist jetzt dunkel. Ja, und dann machen sie schon die ersten Geräusche. Nein! Och Mann. Oh, das passiert mir ständig. Also nicht ständig, das passiert mir echt selten, dass ich das Tablet immer wegschmeiße. Das sollte man normalerweise nicht machen. Naja, egal. Ist ja nicht so schlimm, das passiert mit jedem. So, nochmal zurück. Er ist nicht da. Wo ist Foxy? Hier ist er nicht. Wo könnte er nur sein? Wir sollen ja natürlich auch nicht rausgehen. Sowas sollen wir ja nicht. Okay, also wir haben hier noch die Bühne. Freddy, Bonnie und Chica sind noch auf der Bühne. Ach, da drüben ist er! Aha. Also hier haben wir noch den Living, den Dining Room. Da müsste er doch genau. Sollte mal rausgehen. Er steht da. Er steht hier. Er steht genau hier. Egal. Okay, Chica und Bonnie sind jetzt auch unterwegs. Und Freddy. Wo ist Freddy? Warte mal. Ach, er steht noch da. Gut. Hier ist keiner. Und die drüben. Hier, nee, da sind die sowieso keine. Die kommen hier gar nicht hier hin, aber trotzdem. Okay, er ist nicht zurück. Ist hier vielleicht irgendjemand oder so? Hallo? Nein. Dann haben wir noch den Ort von Bonnie. Hier ist aber auch keiner. Und bei Cam Nummer 10 ist da vielleicht irgendjemand. Vielleicht vor meiner Tür. Nein. Cam 11. Ja, da ist Foxy. Steht genau hier. Ja, guten Tag. Cam 12. Da vorne sind die beiden.
13. Beim Giftshop ist keiner. Gut. Aber. Ja, da steht da. Geh weg. Also wir können ja noch die Türen auf und zu machen und die Lichter anmachen. Bringt uns natürlich aber nichts. Ja, Foxy, könntest du bitte gehen? Ich habe Angst. Ich will nicht, dass er mich erwischt. Egal. Er kommt ja gar nicht hier rein, aber ich mache die Tür trotzdem mal zu. Ich komm. Ey, achso, hier muss ich drauf drücken, genau. Okay, Chica ist wieder zurück auf die Bühne und Freddy steht hier die ganze Zeit immer noch hier so dumm rum auf die Bühne. Okay, Bonnie ist jetzt in der Nähe von der Backstage. Und Foxy macht auch langsam bald den Abgang. Da läuft jemand. Okay, Freddy geht jetzt auch mal von der Bühne weg. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Beziehungsweise schlecht. Also wir haben ja, wir können ja manchmal hier rausgucken, dann gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Und wir müssen ja natürlich bis 6 Uhr natürlich auch überleben. Foxy steht da immer noch rum. Freddy ist da. Und Chica ist noch auf der Bühne, okay. Bonnie steht da noch, warte mal. Ja, die stehen alle, die stehen sie mir doch mal, die da drin. Hm. Wir können natürlich auch die Nacht sich anmachen, das machen wir aber nicht. Okay, Bonnie hat sich bewegt. Guckt nur gegen diese Mauer. Okay, Freddy ist jetzt wieder zurück auf der Bühne. Chica ist auch noch da. Was macht die da hinten? Ist ja gut. Und Chica verlässt die Bühne. Die hat keine Lust mehr. Okay, die steht jetzt halt da drüben. Ich hätte keiner. Und wo ist Bonnie? Bonnie, Bonnie, Bonnie. Wer ist nicht mehr da? Scheiße. Scheiße. Sofort Panik. Der könnte jetzt überall sein. Nee, hier ist er. Ach, da ist er. Okay. Und wo ist Foxy? Ist er noch bei mir? Wartet mal. Ich hab grad. Okay, er geht weg. Puh. Schnell zum Giftshop. Da können wir das doch sehen, oder nicht? Nee, ja, da vorne steht er. So, hier. Freddy ist wieder auf der Bühne. Irgendwas bewegt sich. Okay, das war, glaube ich, nur Chica. Foxy läuft auch ein bisschen rum. Und wo ist Bonnie? Ist er da drin? Bonnie? Nein, hier ist er nicht. Nee, hier kommt ja fast keiner rein, aber ich habe es trotzdem mal gemacht. Hier drin ist auch kein. Hier ist auch niemand. Wo könnte er nur sein? Ach, da ist er. Gut. Gut, 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 gut. Foxy steht da drüben im Giftshop. Chica und Freddy sind da drüben und unterhalten sich. Ich meine, Gon und Freddy kann ja nichts machen. Er kann sich ja nicht teleportieren, aber das wäre echt geil, wenn er das könnte. Ja, da steht Foxy. Und das ist ein bisschen mein Giftshop. Der guckt sich die Geschenke an, was er jetzt noch gewinnen kann. So, es ist jetzt 2 Uhr. Das könnten wir schaffen. Das können wir schaffen. Foxy ist noch beim Giftshop und wo ist Bonnie schon wieder? Okay, hier drin ist er nicht. Ist er vielleicht hier drin? Ich versuche gerade mal, mal zu gucken, wie man hier. Ja, weil wenn ich jetzt Q drücke, dann. Dann schmeiße ich schon wieder mein Tablet weg. Das will ich ja nicht. Okay, Chicas, was? Hilfe. Hallo. Okay, Chicas sitzt da drüben. Und wo zum Teufel ist jetzt Bonnie? Ich habe schon überall geguckt. Steht er hier drin? Nee. Ist er bei mir in der Nähe? Ich mache mal kurz die Tür auf. Steht da vielleicht jemand? Nein. Da vielleicht jemand? Nee. Okay, Bonnie hat mich gesehen.
sehe den fast nie. Aber wie kann er mich denn von so weit denn sehen? Hat er bessere Augen oder was? Okay, er steht da. Okay, er kommt. Verpiss dich! Du hast bei mir nichts verloren. Ja, genau, Bonnie. Halt die Klappe, Fox! I. Na, Bonnie? Aber ich komme hier natürlich nicht rein, aber ich kann immer versuchen, Lichtet. Nein! Scheiße, das bringt nichts. Jetzt muss ich einfach nur warten, bis die weg sind. Jetzt haben sie mich umzingelt. Okay, Freddy ist das. Okay, Freddy ist bei Dining, ist beim Dining Room. Okay. Chica, ist Chica hier drin? Nein. Hier, ja, nee. Wieso komme ich überhaupt hier? Hier ist ja fast keiner. Da kann hier ist auch niemand. Ist Chica vielleicht auch irgendwo in der Mand, wo sie sich versteckt hat? Okay, Bonnie ist nicht mehr da. Der hat sich jetzt verpisst. Der hat keine Lust mehr gehabt. Hier ist auch absolut niemand. Okay, das heißt. Okay, ich kann die Tür jetzt wieder aufmachen. Okay, das ist nur Bonnie. Okay. Aber wir haben es gleich geschafft. Es ist gleich 6 Uhr. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Komm schon. Yes! 6 Uhr. Greifen Sie mich jetzt überhaupt noch an, oder? Nein, das Licht ist angegangen. Heiliger. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Ach, da drüben ist Chica. Ah. Ja, genau. Komm, wir bringen jetzt erstmal zurück zu ihrem Ort, zu ihren Plätzen. Also bisher hat uns nur Bonnie und Fox hier angegriffen. Also die kamen halt ein bisschen näher, weil Freddy und Chica haben Abstand gehalten. Sicherheitsabstand 2 Meter, Corona-Schutz. Halt doch einfach jetzt mal die Schnauze. Ja, ist ja gut. Und ich komme hier nicht durch. Ah, jetzt. Nein. So schön da drin bleiben, ja? So, dann holen wir mal kurz Freddy ab. Freddy, 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 Freddy. Oh Gott. Hilfe. Nein, nicht da lang. Da lang. Ich musste auch echt viel irgendwie rumprobieren, damit das ja auch irgendwie angeht. Denn ich hatte mal bei diesen Lichtern hatte ich so einen Hebel platziert, aber das habe ich jetzt umgeändert. Weil, wenn ich das mit dem Tageslichtsensor mache, dann geht das noch viel schneller. Dann muss ich nicht immer nur rausrennen. Das wäre ja blöd. Okay, Freddy ist jetzt da. Dann hole ich mal kurz Chica, die ist ein bisschen näher dran und dann kommt Bonnie dran. Oh Gott. Komm her. Nein. Und die hat auch schon bemerkt, dass ich auch dass ich wieder mit Evil P. Dizzle unterwegs bin. Ich weiß auch nicht. Ich finde ihn einfach geil. Der ist cool. So. Wir lassen die Kameras aber trotzdem aktiviert, falls es doch irgendwie nochmal Probleme geben sollte. Ja, du brauchst gar nicht so zu gucken, Chica. Jetzt mal ganz ehrlich. Komm. Geh da hoch. Geh da hoch. Jetzt muss ich jetzt mal kurz gucken, ob sie überhaupt. So. Ja, ich glaube, sie muss ja richtig stehen. So, dann hole ich mal kurz Bonnie. So, Bonnie, komm mal her. Die sehen auch richtig gut nachgebaut aus. Also nicht nach. Wieso sage ich denn nicht mal nachgebaut? Warum sage ich das? Egal. Die sehen auf jeden Fall echt gut gemacht aus, weil guck mal die Texturen und wie groß die sind. Das ist einfach echt nur krass, vor allem wie die gucken. Es gab früher eine andere Version von den Mod und das ist jetzt so ein kleines Update. Weil da konnte man früher, also ich habe das bei Tulfa gesehen, da konnte man nicht diese Stühle hier nicht platzieren und auch nicht diese Tisch und nicht diesen Tisch von Five Nights at Freddy's 1. Das konnten wir damals, das konnten die glaube ich damals nicht. Dann haben die jetzt ein bisschen daran rumprogrammiert und jetzt geht das anscheinend.
Und ich muss auch gerade mal hier mal gucken. Denn ich habe gerade mal Discord angemacht, weil ich mal mit den Leta weil ich mit Luca ein bisschen sprechen wollte. Aber er ist gerade am Lernen und deswegen kann ich jetzt nicht mit ihm sprechen. Und ich muss jetzt auch gleich lernen. Also ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen. Oh, komm schon. Och, Little Bonnie. Also du bist manchmal nicht der Anstrengendste. Das ist halt wirklich so. Abgesehen von Freddy. Genau, da musst du sofort lachen. Ich glaube, da kann auch diesen Musiksound auch abspielen, glaube ich. Das habe ich auf jeden Fall so gesehen. Aber die machen echt selten Sounds. Also das kommt eher sehr selten vor. So, gut. Alle stehen jetzt wieder an den Plätzen. Und es ist jetzt wieder heller Tag. Und wir sagen Golden Freddy noch Tschüss. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ich möchte ihn noch mal kurz. Ich möchte nur mal kurz Tschüss sagen. So, Golden Freddy. Es hat Spaß gemacht, obwohl du fast nichts gemacht hast, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Schönen Tag noch und bleib da ruhig sitzen, ja? Und wir rennen ganz schnell wieder zurück und fahren nach Hause. Ihr habt auch schon bemerkt, dass ich diesen Emojis, diesen Fortnite-Dingens, also wo man besser rennen kann und so, also dieses Emoji-Dingens habe ich mal ausgemacht, weil das einfach halt. Weil normalerweise, wenn man das halt nicht anhat, dann kann man hier so lenken und das finde ich halt ein bisschen cooler, deswegen, ja. Ach natürlich, das geht ja gar nicht. Ich bin ja im Kreativmodus, im Survival-Modus, dann fährt das nicht. Deswegen muss ich kurz in den Kreativmodus gehen. Wie du jetzt wahrscheinlich, du kannst doch einfach auch mal Fuel holen. Ja und? Ich war trotzdem, ich bin sowieso die ganze Zeit im Kreativmodus unterwegs. Naja, egal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt, man kann sogar hupen. Aha. Map, map. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal nach Hause. Und ich finde es auch echt so nice, dass man hier einfach so drinnen sitzen kann und einfach so rausgucken kann. Das ist einfach nur geil. Und da drüben ist auch schon mein Haus. Das da. Das kenne ich sofort wieder. Das da. Das ist mein Haus. So. Dann wieder Passwort eingeben. Habe ich eine Mail bekommen? Nein. Und wir sind wieder zu Hause. Okay, Freunde. Das war's mit dem Video. Wir haben die erste Nacht überlebt. Wir haben die Pizzeria jetzt fertig. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Peace! Set.